Von einem gruseligen Clown bis hin zu einer absolut unglaublichen Felsformation. Sieh dir 13 unglaubliche Drohnenaufnahmen an, die jeden sprachlos machen. Nummer 13. Maisfeld-Clown. Wie könnte man eine Liste mit unglaublichen Drohnenaufnahmen besser beginnen als mit gruseligen Clowns? Ein Mann flog gerade mit seiner Drohne über ein Maisfeld, als er plötzlich etwas entdeckte, das ihm die Sprache verschlug. Mitten auf dem Maisfeld stand ein Clown. Zuerst starrte der nur die Drohne an. Sein Starren ist mir unangenehm, aber das ist noch nicht alles. Nachdem er ein paar Sekunden lang nur die Drohne angestarrt hatte, begann er über das Maisfeld zu rennen, bis er schließlich den Wald erreichte, wo er sich verirrte und nie wieder gesehen wurde. Das waren sehr beunruhigende Aufnahmen. Nummer 12. Geisterhafte UFO-Objekte. Am 19. Oktober 2017 filmte eine Drohne gerade diese wunderschöne Landschaft in Polen, als sie etwas anderes einfing, das niemand erklären kann. Es war eine seltsame weiße Kugel, die sich gerade über den Himmel bewegte. Falls du es beim ersten Mal verpasst hast, kannst du es auch in Zeitlupe sehen. Und hier ist die vergrößerte Version. Niemand weiß, was das sein könnte. Eine einfache Störung oder vielleicht ein UFO? Die Kugel hat die Größe eines typischen Sportballs und wie du siehst, bewegt sie sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit über den Himmel. Was denkst du, was es ist? Teile deine Theorien unten in den Kommentaren mit. Nummer 11. Schafhirtenmuster. Wenn du dachtest, dass Schafe nichts Aufregendes an sich haben, dann wird dich dieses Video eines Besseren belehren. Diese Drohne hat die Muster der Schafherde perfekt eingefangen und sie sind einfach wunderschön. Das Filmmaterial ist natürlich beschleunigt und genau das macht diese Muster noch beeindruckender. Allein der Anblick einer Schafherde, die sich so bewegt, macht dich sprachlos. Ich hätte nie gedacht, dass ich von Schafen so beeindruckt sein würde, aber hier stehe ich nun und habe meine Kinnlade auf dem Boden. Nummer 10. Leopard greift Drohne an. Diese Drohne filmte einen Leoparden, der gerade in seinem Gehege spazieren ging. Das Tier war sich nicht bewusst, dass es gefilmt wurde und kümmerte sich nur um seinen eigenen Kram, zumindest am Anfang. Doch dann geschah der beeindruckendste Moment. Nach einer Weile entdeckt der Leopard die Drohne und rannte sofort auf sie zu. Das Tier überlegte nicht lange, was es tun sollte. Ja, das ist richtig. Der Leopard sprang einfach hoch in die Luft und direkt in die Drohne. Mir fehlen die Worte. Das war ein unglaublicher Sprung. Niemand kann sich mit Leoparden anlegen, nicht einmal Drohnen. Es scheint, dass das Filmen ohne Erlaubnis auch im Tierreich ein Tabu ist. Nummer 9. Adler erbeutet Drohne. Willkommen in der Zukunft. In diesem Clip testet die Polizei in den Niederlanden die Möglichkeit, dass Adler eingesetzt werden können, um den illegalen Einsatz von Drohnen zu verhindern. Wie du sehen kannst, fängt der Adler in diesem Clip eine Drohne ziemlich leicht ein. Die scharfen Krallen des Adlers sind perfekt, um Drohnen zu fangen, aber die Polizei sagt, dass die Sicherheit der Vögel an erster Stelle steht und sie weiter untersuchen wird, wie sich diese Praxis auf die Adler auswirken würde. Wenn alles gut geht, könntest du schon bald trainierte Adler im Kampf gegen Drohnen sehen. Das wäre doch eine coole Sache, findest du nicht? Nummer 8. Ungeheuer von Loch Ness. Eine Drohne hat angeblich das Ungeheuer von Loch Ness eingefangen, oder besser gesagt, seinen Cousin in Alaska. Wie willst du sonst dieses Ding erklären, das hier im Wasser treibt? Es ist mindestens 4,5 Meter lang und die Art und Weise, wie es sich durch das Wasser bewegt, ist beängstigend. Das Video wurde bereits millionenfach angesehen und viele Menschen teilen ihre Theorien darüber, was es sein könnte. Ein Kommentator meinte, es könnte der Jaina Jumper sein, Alaskas eigene Version von Bigfoot. Ein anderer meinte, es sei, warte mal, ein Zombie-Lachs. Tja, da hat jemand wirklich eine wilde Fantasie. Derjenige hat wohl zu viel The Walking Dead gesehen. Es gibt aber auch eine bodenständigere Erklärung. Manche sagen, es sei nur ein gefrorenes Seil. Wie auch immer, was denkst du? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 7. Mann springt in Krokodil-Ausstellung.
Das ist die seltsamste Geschichte, die es je gab. Diese Drohnenaufnahme zeigt ein Krokodilexponat auf einer Alligatorenfarm in St. Augustine in Florida mit mehreren 3,6 Meter langen Krokodilen darin. Man sollte meinen, dass die Menschen so weit wie möglich von ihnen weggehen, aber anscheinend ist dieser Mann direkt in ihren Teich gesprungen. Das kann man auf dem Video nicht genau sehen, aber die Beamten sagen, dass es so passiert ist. In der Krokodilgrube wurden sogar Teile von Krokodilschuhen, ironischerweise, und Shorts gefunden, zusammen mit etwas Blut. Was ist also mit dem Mann passiert? Nun, er wurde tatsächlich von einem der Krokodile gebissen und lag tagelang im Krankenhaus, bevor er ins Gefängnis verlegt wurde, wo er wegen Einbruchs und kriminellen Unfugs angeklagt wurde. Der Mann hatte offenbar versucht, der Polizei zu entkommen, indem er in den Krokodilteich sprang. Das hat er sich wohl nicht so gut überlegt, oder? Nummer 6. Haie schwimmen auf einen Jungen zu. Ah, die Bahamas, ein Paradies auf Erden mit wunderschönen Stränden, türkisfarbenem Wasser und so weiter. Ja, genau das wollte dieser Typ mit seiner Drohne einfangen. Stattdessen hat er etwas viel Schrecklicheres entdeckt. Der Junge hier geht ins Wasser und hofft, ein bisschen schwimmen zu können. Was er nicht weiß, ist, dass 4 Haie auf ihn zukommen. Der Mann, der eine Drohne geflogen hat, war zunächst sprachlos. Aber als er wieder zu sich kam, rief er dem Jungen zu, er solle weglaufen. Und das tat er auch, so weit weg von den Haien wie möglich. Man kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Drohne wohl das Leben des Jungen gerettet hat. Nummer 5. Drohne erwischt einen Mann beim Ziehen seines Trucks. Ein Auto, und noch dazu ein ziemlich großes, nur mit Hilfe eines Seils zu ziehen, ist für so ziemlich jeden ein Ding der Unmöglichkeit. Sagt das mal dieser Sportskanone hier. Es gibt nichts, was dieser Typ nicht kann. Und die Drohnenaufnahme fängt es perfekt ein. Du kannst ihn aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, von denen einer noch beeindruckender ist als der andere. Ich finde, dieser Typ verdient eine Medaille oder sowas. Er ist definitiv auf einem anderen Level. Ich bin mir sicher, dass seine Kraft alle, die das Video gesehen haben, sprachlos gemacht hat. Nummer 4. Massiver Staubsturm. Drohnenaufnahmen von Naturphänomenen sind in der Regel faszinierend und erschreckend zugleich, so auch dieses Video. Schau dir diese riesige Staubwand an, die sich in der Stadt Parkes in New South Wales in Australien über die Landschaft bewegt. Es sieht definitiv nach einer Apokalypse aus. Der Staubsturm hat es geschafft, den Tag zur Nacht zu machen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das für die Einwohner der Stadt angefühlt haben muss. Nach Angaben des Wetterbüros erreichten die Windböen in Parkes 59 Meilen pro Stunde, also 95 km/h. Nummer 3. Rentiere kreisen. Schau dir an, was eine Drohne in der russischen Wildnis eingefangen hat. Es ist buchstäblich ein Strudel von Rentieren. Das Video ist so faszinierend, dass man sagen könnte, dass es sogar eine hypnotische Wirkung hat. Ich weiß es nicht, aber es hat die Leute auf jeden Fall sprachlos gemacht. Aber warum tun sie das? Nun, die einfache Antwort ist, um sich selbst, vor allem die Kälber in der Mitte, vor Raubtieren zu schützen. Das war schon immer eine kluge Taktik, den Gegner verwirren oder in diesem Fall hypnotisieren. Nummer 2. 64.000 grüne Meeresschildkröten. Wenn es um faszinierende Drohnenaufnahmen geht, dann ist diese hier wohl die beste. Eine Drohne flog über Ryan Island, eine bewachsene Koralleninsel am Rande des Great Barrier Reefs, als sie etwas filmte, das alle sprachlos machte. Es gab etwa 64.000 nistende grüne Schildkröten, die nur darauf warteten, ihre Eier zu legen. Die Forscher sagten, dass eine Drohne ihnen geholfen hat, alle Schildkröten zu zählen, was in einem kleinen Boot bei rauem Wetter einfach nicht möglich gewesen wäre. Was würden wir nur ohne Drohnen machen, nicht wahr? Nummer 1. Spaniens lange untergetauchte Stonehenge. Unser heutiges Forscherbild zeigt eine Felsformation, die dem berühmten Stonehenge ähnelt. Aber im Gegensatz zu Stonehenge befindet sich der Dolmen von Guadalperal in Spanien. Sie ist 7000 Jahre alt und war bis vor kurzem im Wasser versunken. Die Formation besteht aus 100 stehenden Steinen, von denen einige sogar über 1,80 Meter hoch sind, und sie sind um eine ovale Freifläche angeordnet. Hier siehst du eine Drohne, die sie in ihrer ganzen Pracht einfängt.
Diese Entdeckung hat die Forscher verständlicherweise sprachlos gemacht. Was war dein Lieblingsmoment aus dem heutigen Video? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Wenn es dir gefallen hat, dann like es doch bitte und abonniere unseren Kanal mit aktivierten Benachrichtigungen. Danke!